Ja, ich habe eine smarte Waage. Der ein oder andere von euch fragt sich jetzt wahrscheinlich, ob man wirklich jeden Gegenstand smart machen muss. Doch ich kann euch sagen, dass die Body Cardio von Withings die coolste Waage ist, die ich jemals besessen habe. Viel Spaß mit meinem Review. Das Design ist bei einer Waage, die dauerhaft im Bad steht und immer eure Blicke auf sich zieht, natürlich wichtig. Glücklicherweise sieht die Body Cardio minimalistisch, clean und einfach modern aus. Dafür gibt es auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Waagen ist der verbaute Akku, der mal mindestens ein halbes Jahr hält und ihr braucht eben keine nervigen Batterien mehr. Die Unterseite der Waage ist gummiert, sodass ihr auf jedem halbwegs ebenen Untergrund zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse liefert. Die Ergebnisse sind auch mit der erste Kaufgrund für die Body Cardio. Ich habe mir noch eine zweite, günstigere Waage auf Amazon gekauft, um diese mit der Body Cardio zu vergleichen. Ich habe darauf geachtet, dass ich eben eine Waage aussuche, die auch einen App-Support verspricht, sodass man das besser vergleichen kann. Die Body Cardio lieferte dann aber in meinem Vergleich wesentlich genauere Ergebnisse, wobei sich die billige Waage gerne um bis zu 2% Körperfett vermessen hat. Das ist dann natürlich ein enorm ungenauer Wert und meiner Ansicht nach kann man es dann auch gleich lassen. Wo wir schon beim Körperfett sind, die Body Cardio kann neben logischerweise eurem Gewicht, euren Körperfettanteil, euren Wasseranteil, eure Muskelmasse, eure Knochenmasse und euren BMI ermitteln. Alle Werte könnt ihr mit Hilfe eines Verlaufsdiagramms in der App einsehen. Dazu könnt ihr dann noch euren Puls und eure Pulswellengeschwindigkeit messen lassen. Gerade die Fähigkeit, die Pulswellengeschwindigkeit zu messen, ist wohl mit eines der größten Verkaufsargumente für die Body Cardio, denn sie ist die erste Waage, die so etwas kann. Falls es euch genauso geht wie mir, als ich das Wort Pulswellengeschwindigkeit zum ersten Mal gelesen habe, blende ich euch hier kurz den Artikel ein, in dem Withings erklärt, was das Ganze ist. Kurz gesagt ist sie aber auf jeden Fall wichtig, um euer Gesundheitslevel festzustellen und scheinbar etwas, woran ich noch arbeiten muss. Das eigentliche Wiegen an sich ist gar nicht so einfach, denn ihr müsst euch genauso, wie die App euch das sagt, auf die Waage stellen, denn sonst werden die Messergebnisse ungenau. Der Messvorgang dauert auch vergleichsweise lange, aber es müssen eben auch einige Daten erfasst werden. Letztlich zeigt euch die Waage auch noch die Wettervorhersage für den Tag an, sodass ihr, wenn ihr euch morgens wiegt, wisst, was ihr anziehen sollt. Gerade dieses Feature fand ich in der Praxis wirklich nützlich. Insgesamt würde ich sagen, sind die Messergebnisse ziemlich genau. Natürlich können die nie zu 100% genau sein, es kann immer zu kleinen Abweichungen kommen. Ich hatte die Möglichkeit, die Withings Cardio mit der Waage in meinem Fitnessstudio zu vergleichen, die mal so grob das Zehnfache kostet und auch hier waren die Messergebnisse recht ähnlich, von daher kann ich bestätigen, dass die Messergebnisse der Withings Cardio richtig gut sind. Übrigens kann die Waage auch in eurem Haushalt von mehreren Personen genutzt werden, solange diese separate Konten bei Withings haben. Wahrscheinlich halten mich jetzt die Leute, die am Anfang gesagt haben, dass man eine smarte Waage definitiv nicht braucht, vollkommen für irre, wenn ich euch sage, dass diese Waage 130 Euro kostet. Dennoch bin ich der Ansicht, dass wenn ihr euren Fortschritt tracken wollt, egal ob ihr jetzt abnehmen wollt oder Muskelmasse aufbauen wollt, dass ihr euch bitte die Body Cardio kauft und keine von diesen günstigen Waagen auf Amazon. Investiert lieber einmal das Geld in die Body Cardio, die hält wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre und ihr könnt immer euren körperlichen Fortschritt nachvollziehen. Ich bin auch der Meinung, dass es euch hilft, auf lange Sicht motiviert zu bleiben, etwas an eurem Körper zu verändern, wenn ihr eben diese Fortschritte in Zahlen immer in der App nachverfolgen könnt. Das war's aber mit diesem Video. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in den nächsten Videos.